Kultur und Judenburg, das gehört zweifelsfrei zusammen und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Nicht nur der Judenburger Kultursommer lockt aber jährlich viele Kulturinteressierte in die Region, sondern auch die Veranstaltungen unter dem Jahr erfreuen sich großer Beliebtheit. Vor kurzem wurde das Kulturprogramm für das Halbjahr 2022-23 präsentiert und wir waren bei diesem Pressegespräch für Sie vor Ort. Judenburg und Kultur sind untrennbar miteinander verbunden. Ein breiter Reigen an Veranstaltungen wurde nun auch im Rahmen eines Pressegesprächs seitens der Stadtgemeinde Judenburg in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing präsentiert. Das kommende Kulturhalbjahr wird auch wieder viele Besucherinnen und Besucher begeistern und spricht wohl jeder Mann und jede Frau an. Die Stadtgemeinde Judenburg ist so wie jedes Jahr bemüht, ein sehr buntes Programm zusammenzustellen. Uns ist es wichtig, dass eben Judenburger Akteure, Akteurinnen vor den Vorhang gebeten werden, viele Vereine zum Zug kommen. Kunst, Kultur, Brauchtum muss immer Platz finden, sprich die Vereine, die die Brauchtumsveranstaltungen anbieten, aber auch heimische Künstler, Künstlerinnen, die hier in Judenburg die Wurzeln haben, sollen natürlich in Judenburg eine Bühne bekommen. Daher sind wir immer bemüht, ein buntes Programm zusammenzustellen. Bunt in den Genres, für die Zielgruppen sehr unterschiedlich, von alt und jung soll was dabei sein. Also man ist wirklich damit befasst, dass man jedem seine Kunst gewähren kann. Das ist uns ganz wichtig. Es gibt natürlich diese Highlights und diese Showfixes im Kunstbereich, die in Judenburg immer platziert sind. Da sind die Roaring Sixties schon ein Fixpunkt. Wie wir sehen, am 25.12. in Judenburg wieder, nach bedingter Corona-Pause jetzt wieder dabei in Judenburg. Wir haben natürlich immer unsere Vereine, die dann die Veranstaltungen anbieten, der AMV mit dem Neujahrskonzert, aber auch die Gesangsfabrik unter der Leitung von Dominik Gaber, die heuer wieder im bunten Reigen Aufstellung nehmen werden und gesanglich hier etwas zum Besten geben werden. Also wir sind erfreut wirklich, dass es heuer wieder auch nach dieser langen Pause, die bedingt durch das Wort mit C stattgefunden hat, dass man wirklich wieder auch viele Menschen, große Formationen, Chöre auf die Bühne bitten können, weil das war jetzt ja auch lange Zeit nicht möglich. Man darf sich also auf ein vielseitiges Programm freuen, in dem auch wieder viele heimische Künstlerinnen und Künstler vor den Vorhang gebeten werden.